Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Willkommen zurück zur 10. und damit letzten Ein-Placement-Game. Eine Rankungsrunde, würde ich sagen. In der 5. Season Town of Salem Ranked. Zum zweiten Mal müssen wir die Placement-Games spielen und das ist heute das letzte Mal. Hoffentlich. Wir sind Janitor. Lass mich einmal ganz kurz hier in meine Liste eintragen. Damit ich nämlich weiß, wenn ich irgendwann Highlight suche, in welcher Folge ich welche Rolle hatte. Selbe Kombination wie in der letzten Runde. Mit Mafioso, Godfather, natürlich, Janitor, Consort. Müssen wir mal gucken. Ja, wir müssen mal schauen, ob wir direkt hier drauf loslegen oder nicht. Also direkt clean wollen oder nicht. Hey. Mal gucken, rausgehen oder nicht. Warten oder nicht. Alles klar. Mom bitte damit raus. I would claim dog if I get asked. Because medium claim will be that. So, gleich mal ein bisschen klar machen, was ich machen will. Wir gehen im Doktöres. Doktör. Night One angeblich Carlos, weil ich den Namen cool finde. Und Mom ist tot. War Bodyguard. Perfekt. Weil er damit nämlich zum einen mein Counterclaim schon mal raus ist. Es darf nur kein Medium geben. Außer ein verrückter Jailer, der eben ein Medium-Claim instant killt. Das ist aber schon mal ein guter Anfang. Schade, dass der SK direkt mit uns ihn gekillt hat. Du wolltest das Ei beschützen. Trenst. Schon wieder Transporter. Immer die gleichen Geschichten. Da. Egg und Puniuni wurden transportiert. Ist natürlich so eine Geschichte mit Transportern. Irgendwie dauernd Transporter in der Woche. Ich war einmal Transporter. Wir hatten, glaube ich, nur Spiele mit Transporter, oder? Bin mir nicht sicher. Always World for World. Fängt bei Nummer 1 an. Weil er nicht geklärt hat, dass er gewoblockt wurde. Jetzt kann er natürlich auch direkt sagen, dass er gewoblockt wurde. Ich muss mitvoten. Sonst stehe ich verdächtig da. Muss sein. Natürlich kacke, wenn wir direkt jemanden haben, der nichts claimt. Oder sagen, hey, ich bin Escort. Ich habe ihn gewoblockt. Ich bin immun gegen Warblocks. Und er claimt nix. Ach Mann. Oh mein Gott, was für ein dummer Move. Das ist ja ein dummer Move. Jetzt mal ohne Scheiß. Rind kann nicht immun gewesen sein. Wir haben gekillt. Ich verstehe es nicht. Was für ein Move war das denn bitte? Das macht schon wieder alles down. Darf ich mal raushauen, dass Bodyguard down ist? Vermi ist Godfather, also muss ich jetzt auf Carlos gehen. Okay. Ob
bleiben bei Carlos angeblich. Moga und Mary Johnson down. Keiner von uns, das ist schon mal gut. Hoffentlich jetzt Jailer tot, dass wir ihn nämlich killen können in SK. Zumindest die Votes gegen ihn schon mal feuern können. Escort. Gut, damit kann man Fiddler natürlich jetzt auch hochwählen. Wobei Moga im Prinzip Escort geclaimed hat, also für alle bekannt sein sollte, dass er Escort ist. Und dementsprechend war es ein schöner Kill vom SK, um jemanden reinzureiten. War ein guter Move vom Ming. Investigator down, das ist auch gut. Nett. Er hat Vizenmaker untersucht, Nacht 1. Also keine Info für uns, die wir nutzen können. Irgendjemand wird gejailt worden sein, oder? Aber Carlos hat natürlich recht. Man sollte claimen, wenn man gejailt worden ist, um zu wissen, dass es noch einen Jailer gibt. Ja, nee. Egg-Mafia-Member. Oh, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Exe. Das ist gut zu wissen, dass wir einen Exe haben. Das heißt, wir sollten Egg nicht killen. Und wir sollten den Executioner nachher von zur Seite ziehen. Den Rintintin. Das ist gut zu wissen. Weil geframed haben wir ihn nicht. Eck wurde transportiert nach 1, glaube ich, mit Rintintin, oder? Nee, Puniuni. Oh, wenn er nach 1 ihn gecheckt hat, haben wir ein Problem. Wenn er nach 2 ihn gecheckt hat, hoffentlich erschießt der Vigilante jetzt wirklich den Egg. Das wäre halt richtig cool. Ich glaube, ich werde jetzt sogar Switcherino auf Sheriff. Ich glaube, das ist besser. Ich darf nur nicht gejailt sein. Invest down. No leads. I would change my claim to sheriff because Egg is very active as dog. William Phipps. So, damit ist mein letzter Ding auch raus, mein letzter Clean. Das ist ganz gut. Weil dann, wenn ich jetzt gejailt werde, gibt es kein Problem auf mich zurückfallenderweise. Von wegen, ja, er war gejailt, es gab keinen Clean. Im besten Fall ist natürlich jetzt der Jailer tot. Dann kann man sagen, hier, wir haben damals schon mal keine Sorge. Vigilante down. Okay. Das heißt, kein Town Killing, was das angeht. Kein Problem für uns. Er hat nicht geschossen. Zumindest laut der Zerwille nicht. Ja, wenn Rap sagt, get egg, ist es okay. Weil Rap gehört nicht zu uns. Natürlich jetzt hier ihn raushauen, natürlich auch geil.
Ehrlich gesagt. Was ist Rap? Pretty Paris ist ein Ding. Pretty Paris ist Jailer. Im Notfall kriegen wir Zeit. Das ist immer gut. Aber Betty Paris ist für mich der Jailer. Auf jeden Fall. Checken hier mal angeblich Betty Paris. Aber jetzt müssen wir Betty Paris heute Nacht killen. Drei zu zwei, perfekt. Und keiner unserer Mafia hat geguiltet. Optimal gelaufen. I was SK. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir vier Votes. Rintintin hat seinen Kill bekommen. Also ich würde sagen, dass die Nummer 1 der Jailer ist. Aber das ist schon mal ganz cool, wenn das echt funktioniert. Ram, hieß er, Ram, Rap, not suspicious. Und jetzt haben wir auf jeden Fall vier Votes mit Neutral Evil. Das ist von daher ganz cool. Aber er müsste Jailer gewesen sein. Jawohl, alles richtig gemacht. Richtig geschlussfolgert. Und jetzt können wir hier spielen, wie wir wollen. So, wer ist der Transporter? Er muss ja eigentlich Steph Fett sein. Oder Carlos. Das Problem ist, wir müssen halt aufpassen. Ja, der hat recht. Das ist ganz fies. So. Versuch's doch mit Spy. Jawohl.
Das müsste der Transporter gewesen sein. Weil dann können wir danach killen, wie wir wollen. Aber doch nicht den Executioner versuchen zu attackieren. Das wäre dumm wie noch was. Ich habe so ein Recht. Ich habe heute so einen guten Read in der Folge. Es ist unglaublich, wie gut ich das Spiel heute lese. Also diese Episode lese, davor die Runden nicht unbedingt. Alles gut. So, und jetzt lass uns das beenden. Aber heute echt mal. Ich sag immer heute. Ja, ich sage immer heute, obwohl ich ja alle Folgen am Stück aufgenommen habe von der Woche. Aber jetzt gerade in der Folge läuft's gerade heute. Schon wieder heute gesagt. Ich sollte langsam schlafen gehen. Komm, beende das. Na, nicht wirklich. Execution hat schon ordentlich geholfen, finde ich. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt durch. Wir können Rap am nächsten Tag killen. Beziehungsweise in der Nacht. Ja, Janitor Game und Word for Word ist natürlich gefährlich, weil Rollen sind raus und damit bringt das Claim auch nichts mehr. Wir hatten hier aber Glück, TP Investigative gecleaned. Es gab kein Medium, was Informationen teilen konnte. Ist ganz gut gelaufen. Aber ich behaupte, wenn wir jetzt echt den Execution attackiert hätten, hätten wir vor allen Dingen nicht den Vote jetzt gehabt. Und zum anderen hätte er sich vielleicht gegen uns gestellt. Jetzt nur den letzten Vote machen und dann läuft das Ganze. Was ist los? Nope, TK is dead. Ich hab doch alles gekillt, ich weiß doch alles. Ich kenne doch alle Rollen. Ich kenne alle Rollen, die wichtig sind. Aber es ist krass, gell, mit 3 Town Protectors. Doktor, Bodyguard. Die hätten uns richtig fertig machen können. Und noch ein Transporter dazwischen. Das wäre so eine Mörderrunde für die geworden. Wir hatten echt Glück in der Runde. Nicht gejailt worden, wir konnten es runterspielen. Obwohl wir im Prinzip zu dritt gespielt haben, weil der Konsul echt ein seltsamer Typ war. Naja, egal, wir haben gewonnen. Und jetzt werden wir eingerankt. Wo? 12-12. 12-12. Was ist denn bitte für ein Placement gewesen? Das ist halt Standard. Mit 3 Siegen, 6 Losses und einem Unentschieden. Das ist so lächerlich. Ich bleib echt in der Elo-Hölle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich für die ganzen Zuschauerzahlen, die eure Treue. Denn das Jahr ist ja quasi zu Ende. Es war die letzte Ranked-Folge in diesem Jahr. Wir starten Andoja mit der neuen Staffel, wo wir dann eben versuchen, uns aus dieser Elo-Hölle 1212 aus dem Silberrang quasi hochzuarbeiten. Und es wird sicherlich einige Zeit dauern. Ich hoffe, ihr werdet auch im nächsten Jahr weiterhin zuschauen, werdet dabei sein bei Streams und bei Videos und bei allem Möglichen. Ich versuche, neue Programme reinzubringen. Wir müssen mal gucken, was wir alles machen.
Ich möchte mal vielen Dank sagen, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.